Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst ja, jeden Tag ein Video und eine Verlosung. Du läufst ja immer noch mit Käffi rum. Ich gehe gerade angezogen. Oh, also Julian möchte immer noch nicht seine Haare zeigen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt jeden Vlog, die letzten 11, 12, 13, keine Ahnung, Tage geguckt habt. Bitte hör auf. In diesem Video gibt es natürlich für meine Abonnenten wieder eine Verlosung. Und zwar dachte ich mir, ich verlos mal die liebe Alexa. Muss ich euch wahrscheinlich nicht erklären. Kennt ihr wahrscheinlich alle. Ist mega geil. Und alles, was ihr machen müsst, um zu gewinnen, ist natürlich, dieses Video zu kommentieren. Mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr einmal teil. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das natürlich gerne mit einem Klick kostenlos über den Link in der Infobox machen. So, jetzt habe ich genug gelabert. So. Ja, okay, versuch mal zu fahren. Bruh. Zu schwer. Ah, okay. Dann haut nicht. Au! Wenn ihr Julians Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das auf jeden Fall jetzt hier mal mit einer Infocard. Zieht euch das mal rein. Wir hatten da so einen leichten Haarfärbungsfail. Ach man, du nervst voll. Ey, das ist der gute Gewinn. Lasst ihn in Ruhe. Und was ist heute geplant? Wir müssen jetzt noch ein paar Sachen erledigen. Haben gerade eben auch schon Sport gemacht. Blende ich euch jetzt ein. Zack. Perfekt. 3, 2, zack, wupp. Okay, sorry, ich bin nicht der Trainer. Kenny hat den ganzen Adventskalender aufgegessen. Aber um uns zu beschützen, hat er auf jeden Fall gesagt. Oh, oh nee. So viel dazu. Wir sind gleich auf jeden Fall auf einer kleinen Veranstaltung, wo ich ganz kurz ein Interview auf der Bühne habe. Mal gucken, ob wir da die Kamera mitnehmen können. Außerdem wollten wir uns später vielleicht mit Freunden treffen. Kamera mitnehmen, ich bitte dich. Was wir denn? Wir vloggen. Gibt's ja keine andere Alternative. Ja, also Julia macht euch ein paar nette Aufnahmen. Oh. Wir haben übrigens noch nicht gefrühstückt. Frühstücken wir was, Juli? Ja. Ja? Was möchtest du? Möchtest du Müsli oder möchtest du, ich hab Brötchen? Müsli. Echt jetzt? Mhm. Dann bekommst du nicht, wenn du da meine Ja, okay, dann kriegst du halt Müsli, mein Gott. Okay, Leute, hören wir auf mit der Verheimlichung. Ihr seht's, meine Haare sind einfach am Arsch. Ich weiß gar nicht, ob man sie nicht gerade erkennt, aber der Handwerker Julian hat sich gerade überlegt, er wird jetzt... Die Lampe im Badezimmer ist am Arsch gegangen, wie irgendwie jede Woche. Keine Ahnung wieso, wahrscheinlich, weil ich die einbaue. Wo kommst denn du her? Was Ach, kommst du aus dem... Hier? Ich werde die Lampe reparieren. Oh, geil, ist voll dunkel. Jetzt mal bitte. Vorsicht, nicht hinfallen. Oh, stopp, warte, wir müssen erstmal das Licht ausmachen. So, jetzt. Hast du es schon mal gemacht? Definitiv nein. Ja. Brauchst du irgendwie Licht oder Vorsicht? Nein, ich brauch kein Licht, du Otto! Ja, natürlich nicht das Licht. Ich dachte, du willst jetzt das Licht anmachen. Nein! Du brauchst irgendwie Licht. Bitteschön. Heimwerker Julian steht's. Halt's Maul. Okay. Was ist das denn hier für eine Suppe? Try it, try it. Okay. Und ich hoffe, dass ihr meine Videos verfolgt und wir uns bald wiedersehen. Tschüss. Ja, schönen guten Abend. Wie ist das Gefühl, wenn Sie das heute so sehen? Also erstmal möchte ich Sie alle begrüßen. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und ja, erstmal, ich wusste nicht, dass das ganze Video gezeigt wird, aber es ist schon sehr lustig. Also ich gucke eigentlich gerne alte Videos von mir. Das gehört einfach zu mir. Ich habe ja auch alle meine alten Videos noch auf meinem Kanal hochgeladen, nichts gelöscht. Haben Sie noch eine Erinnerung, wie viel Resonanz das Video hatte? Also meinen Sie jetzt am Anfang? Ja, ja, das war da. Also, wahrscheinlich erstmal gar keine oder ein, zwei, drei Views. Wir haben ja jetzt doch eine deutlich höhere Anzahl von Followern. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, sind Sie die erfolgreichste weibliche YouTuberin-Influencerin. 4,6 Millionen Abonnenten. Haben Sie über die letzten Monate, Jahre festgestellt, dass Sie sozusagen Dinge anders machen, dass Sie andere Themen... So, das war's soweit. Bianca hat das grandios gemacht, muss ich sagen. Danke sehr. Die hat ja das Talent, dass die nie aufgeregt ist, wenn die vor vielen Leuten sitzt. Das habe ich leider schon, muss ich zugeben. Aber es war ja auch Chili Milli. Übrigens haben wir gar nicht gesagt, wo wir gerade waren. Wir waren auf einer Veranstaltung von der Landesmedienanstalt, Stimmt. wo ich auf der Bühne ein kurzes Interview hatte. So eine Interview-Diskussionssituation. Discussion-Situation.
Nein, ja. Hast du echt cool gemacht. Entspannt. Es ging so um richtige Werbekennzeichnung und so Themen halt. Also alles super. Und jetzt geht's nach Hause. Ich habe einen monstermäßigen Hunger. Ja, ich habe auch Hunger. Julian, komm mal bitte schnell. Ich glaube, das Heimchen sitzt irgendwo draußen. Doch, 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 komm, ich glaube, wir können das jetzt fangen. Das ist... Komm, komm, komm. Vielleicht siehst du das, ich sehe es nicht. Leute, diese Heimchen machen mich wahnsinnig die ganze Nacht, den ganzen Tag. Ich bin heute Morgen... Psst, psst, jetzt ist es weg. Da. Ey, wir schlafen echt wenig durch dieses Vloggen, ne? Das ist nichts, dieses was, was der gerade macht. Normalerweise. Das vorgestern oder gestern... Gestern oder vorgestern Nacht ist der so abgegangen, diese Grille. Aber wirklich, man nennt das Heimchen. Stunden, dreimal so schnell. Dass hier rumgerannt ist und zehnmal gegen den Kühlschrank getreten hat. Ich konnte nicht mehr, ich bin nachts aufgewacht. Wir müssen das da rausholen, Bianca, wenn das geht schon wieder los. So fangen die an. Ich hab's. Nein. Gib mir mal einen Löffel oder so. Ein Löffel? Gib mir irgendwas, um das da rauszuholen. Ja, was denn? Ein Löffel. Schau, was ist das denn? Bäh. Oh, Scheiße! Du dachtest, das wäre das? Ja! Das sitzt da aber irgendwo. Ich meine, das macht mich psychisch fertig, dieses Tier. Das hört auch einfach nicht mehr auf. Das nächste Mal, wenn die Bibi nachts ihren Ausraster kriegt und gegen den Kühlschrank tritt, schreiend, dann werde ich die Kamera anmachen. Warum Blitzlicht? Gib mir mal ein Handy. Boah, wir sind echt gestört. Wenn das nachts losgeht, dann kriegt ihr kein Auge zu. Vor allem, Leute, ohne Witz, wir machen jede Tür zu, die man zumachen kann. Und das hört sich an, als ob es in eurem Ohr sitzt, wenn das abgeht. Wir müssen uns irgendwas über... Weißt du was, wir können hier vorne einfach ein Stück Gurke oder so hinlegen. Das muss doch auch Hunger und Durst haben. Das checkt das nicht. Ey, ich warte jetzt hier 2 Stunden, weißt du was? Ich warte. Ja, Julia, du sitzt halt auf die Angst und komm nicht raus. Das Ding ist, dann geht man so um 6 Uhr ins Bett, will um 10 spätestens aufstehen und dann so gegen 7 fängt das an, so. Okay, ich würde sagen, wir warten jetzt mal, vielleicht passiert ja was durch das Stück Gurke, dass es rauskommt oder so. Was ist? Julian? Ja, ich hab's verkackt. Da ist es, Bianca. Soll ich Lichter machen? Ich weiß nicht. Ich krieg einen Ausraster. Mach keine Geräusche. Bianca, ich halte das nicht aus. Ich kann das nicht. Ich glaube, es ist. Ich mach Licht an, ja. Ist das wieder 2 Stunden ruhig und... Ich will dieses scheiß Tier nicht mehr. Ich hole jetzt den Kühlschrank da raus. Ich baue jetzt den Kühlschrank aus. Ich habe Schlafprobleme wegen kleinen Drecks, wie was wahrscheinlich jetzt die Gurke sich in der Zwischenzeit gebounced hat. Okay, Schatz. Ich krieg dich, du Mistvieh. Alles voller Staub. Ah, Junge! Jetzt geht doch noch eine Tür auf! Hey, ganz kurz, komm jetzt raus. Ich schwöre dir, ich werde dich jetzt fragen. Wenn du jetzt rauskommst, schwöre ich dir auf alles, was ich habe, dass ich dich jetzt persönlich in den Wald bringen werde. Er antwortet. Nein, das juckt den Mann scheiße. Das macht Originalgeräusche. Bitte. Du kleines, dreckiges Arsch. Ja, nein! Ich weiß überhaupt nicht, ob man das auf der Aufnahme erkennen kann. Das Ding war einmal ganz kurz hier vorne draußen. Und was macht der Julian? Lässt es wieder unter den Kühlschrank krabbeln. Boah, ich habe mich gerade eben so aufgeregt. Übrigens an der Stelle, vor der ganzen Welt, bedanke ich mich bei dir. Der Julian schneidet jeden Tag meinen oder unseren Vlog, weil ich abends immer so müde bin. Und der Juli schneidet die immer. Ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Denkt an die Verlosung. Oh, ich bin so fertig. Ich bin richtig am Arsch gerade.
Wie es mit dem Heimchen weitergeht, seht ihr bestimmt in den nächsten Tagen. Also schaltet unbedingt morgen wieder ein. Morgen ist für euch Wochenende. Das bedeutet um 11 Uhr. Am Wochenende kommen die Videos immer um 11 Uhr. Unter der Woche um 14 Uhr. Was machst du da? Jetzt hör auf, komm. Das war's jetzt mit dem Video. Ich kann keinen Satz mehr bilden, weil ich gerade so am Arsch und fertig bin. Also, bis morgen. Tschüss.